Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect 3. Identifiziertes Flugobjekt in der Nähe unserer Annäherungsvektoren. Als würde jemand unsere Abwehrmechanismen testen. So sieht es aus, Sir. Das gefällt mir nicht. Nicht angesichts dessen, was sonst noch alles vor sich geht. Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kurganischen Rebellionen nachzustellen. Sollte man die Kroganerinnen ausliefern? Ich bin anderer Ansicht als die meisten meiner Kollegen. Die Heilung der Genophage bringt die Sache endgültig zum Abschluss. Die Kroganer spielen vielleicht in Zukunft eine Rolle, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Wir sollten die Evolution über Leben und Tod entscheiden lassen, nicht die galaktische Politik. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Gehen Sie zum Fahrstuhl, wenn Sie soweit sind. Wenn ich soweit bin, aber das bin ich noch nicht. Was Sie auch davon halten, unsere Befehle sind klar. Reibungslose Übergabe. Das ist ein abgesperrter Bereich. Bleiben Sie bitte. Wer hat diesen Befehl erteilt? Unsere Vorgesetzten. Das ist alles, was zählt. Aber Sie werden die Genophage heilen. Alle lügen die Legende. Ja! Ja, die legendäre Szene ist hier. Bitte nicht anfassen. Wie gesagt, Commander, nicht anfassen. Ich muss Sie nochmals bitten, nichts anzufassen. Heißt nicht anfassen in Ihrer Sprache möglicherweise etwas anderes? Ich würde diese Sache ungern der für Sie zuständigen Botschaft melden müssen. Dann fassen Sie ihn halt an. Aber was er macht, werden Sie nie herausfinden. Werden Menschen wirklich so wenig stimuliert, dass sie ständig alles anfassen müssen? Ich fürchte, wenn Sie nochmal hinfassen, riskieren Sie einen diplomatischen Zwischenfall. Weitere Manipulationen dieses Objektes rechtfertigen fortgesetzte Ermahnungen. Es reicht. Behalten Sie Ihre Finger bei sich. Achtung, Biolabore. Nochmal, die Salarianische Union bittet Sie förmlich darum, das Berühren einzustellen. Na schön, wenn Sie dieses Objekt so sehr fasziniert, würde ich vorschlagen, Sie besorgen sich einen eigenen Code-Analysator. Das haben wir doch alles schon durchgekaut. Es reicht. Ich finde den so gut. Ich hab das nicht erst durch irgendein Video erfahren. Ich glaube, Play with Kate hat da irgendwo mal ein Video gehabt. Schicken Sie der Galatas die Bestätigung, dass der Austausch durchgeführt wird. Wo das auch vorkam. Aber ich habe das tatsächlich selber herausgefunden. Ich neige dazu, so eine Sachen auch mal auszureizen. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Alarm! Bedrohungsstufe 2. Bereitschaftsteams aufteilen. Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander. Jemand wird Sie unten erwarten. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Mardin! Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Sind Sie wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen. Dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt, politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Rex Insider-Quelle. Ja, erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerin Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Und Malens Forschung, wir hatten sie doch gespeichert. Ja, Daten waren gespeichert, aber nicht vollständig. Zentrale Details zur Rekonstruktion des Heilmittels fehlen, aber dennoch nützlich für Synthese aus Lebendgewebe. Konnte sie nicht retten. Sie haben sicher Ihr Bestes getan, Mordin. Kam zu spät, jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren.
Sie ist noch hier? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, genophage Heilmittel. Problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organer sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Ich kann mir kaum vorstellen, was sie durchgemacht hat. Erdnor Drax und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Haben die Salarianer Sie misshandelt? Das war meine Schwester, die Sie da gesehen haben. Sie hat vor ihrem Tod sehr gelitten. Haben getan, was wir konnten. Und jetzt weiß ich, dass außer mir niemand mehr übrig ist. Das macht mich für viele ziemlich gefährlich. Was ist mit Ihnen, Commander Shepard? Warum sind Sie hier? Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Alarm! Nicht identifizierte Schiffe in unserem Luftraum! Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Shepard, hier Rex. Cerberus-Truppen greifen die Basis an. Holen Sie sofort die Frauen da raus. Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn Sie das Bündnis wollen, schaffen Sie sie da raus. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Einspruch. Vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin. Muss Tank überwachen, während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Sie sehen T'Chanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Ich liebe Morden. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Logbuch Modern Solus, 162,3. Station dank STG-Verbindungen gesichert. Autonomie in Sachen kroganische Testobjekte erlangt. Frauen offensichtlich im Sterben. Barbarische Experimente. Versuchen Sie es mit dem Aufzug, Schuld. Commander. In Ordnung bringen, meine Verantwortung. Muss sie retten. Keine Toten mehr. Ah. Seht ihr? Es lohnt sich. Oh Scheiße. Zurück! Ich liebe Garrus. Oh Scheiße. Commander Shepard, alles in Ordnung? Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus öffnen. Ja, dann mach mal. Shepard, Cerberus Truppen versuchen die Frau zu finden. Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Beeilung! Shepard, hier ist Rex. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mache bis dahin Cerberus das Leben. Feindbeschuss von Position Teil 4. Sofort Verstärkung zu dieser Position. Bestätigen Sie. Fangt! Und eine hinterher. Gesichert. Es ist unwahrscheinlich, dass das der letzte war. Ah, noch eine Mod. Noch mehr Feinde. Ach, Klingenaufsatz. An alle Trupps. Achtung, wir stoßen auf Widerstand durch nichts. Sie dürfen nicht im Labor in Deckung gehen.
Wir sind unterwegs. Oh, da ist noch was. Spezies 732 Jag wurde zur geheimen Unterstützung freigegeben. Sie sind ideale Kandidaten zur Erweiterung des salarianischen Einflusses bei voller Abstreitbarkeit und minimalem Risiko. Bei voller Abstreitbarkeit. Ich kann auch nur sagen, wer noch nie mit einem Jag gekämpft hat. Jo. Vorsicht, das ist der nächste Shadow Broker. Ich könnte schwören, dass er die ganze Zeit zu Sony gemurmelt hat. Shepard, Cerberus-Truppen am Kontrollpunkt. Versuchen, Kroganerin zu töten. Unterstützung erforderlich. Ich sehe den Kontrollpunkt. Sie werden beschossen. Wir müssen eingreifen. So. Okay, ich wechsle zur Sniper. Schnell, Shepard. Techniker tot. Bringen Sie uns durch den Kontrollpunkt. Alles in Ordnung? Eindämmungsschild hält. Aussage zum Zustand der Kroganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Frauen wurden versteckt. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Kommt Bündnis Kroganer-Turianer nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Shepard, Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich... Schnell! Nächster Kontrollpunkt! Alle Trupps, haben Sie Kontakt zu den Kroganen? Sie ist unterwegs zunächst. Nehmen Sie alle Trupps zusammen. Wo ist Team Minerva? Sie antworten nicht. Shepard, nun machen Sie schon. Ich versuche, Ihr Feuer auf mich zu lenken. Shepard, letzter Angriff hat Sicherheitssysteme beschädigt. Versuche Reparatur. Durchhalten. Wir versuchen, zu Ihnen zu kommen, Mordin. Großkaliberlauf 2. Alle Feinde am Boden. Sehr schön. Cerberus meint es wirklich ernst. Die sind zu allem fähig. Commander, zurück! Feind am Ende der Halle! Gibt's einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Warum habe ich sowas nicht? Los, Commander! Ich gebe Ihnen Deckung! Orion-Truppe, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Versuchen, eine Blockade aufzubauen. Bei einem Angriff von vorne werden wir zerlegt, Shepard. Ein Schlachtmanöver wäre erfolgversprechender. Wir müssen die Geschütze ausschalten. Hab ich doch. Ich wette, Cerberus ist noch nicht am Ende. Die Klärung von Munition? Nee, scheiße. Na gut, ich bin voll. Scan wird durchgeführt. Los, Kommando. Vor die beiden Kroganer. Freigabe bestätigt. Mordin hatte recht. Cerberus muss einen Hinweis bekommen haben. Sie waren einfach zu schnell hier. In jedem Krieg gibt's Verräter. Achtung! Hier unten ist die Baron.
Ihr meint's anscheinend ernst! Weitere Feinde im Stockwerk über uns! In Deckung! Ich gehe nach oben! Fahrstuhlfehlfunktion, Shepard. Brauche Unterstützung. Motorfehlfunktion. Nach wie vor Feindpräsenz. Tank unter Beschuss. Ausschalten! Drängen Sie sie von der Frau weg! Skorpion. Das sind Pistole. Was kann die? Mehr Gewicht, weniger Kapazität, mehr Schaden. Nee. Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau. Verstanden. Wir machen sie weiterhin drauf. Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild wird schwächer. Viel verkraftet er nicht mehr. Ich bin nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdner Drax noch. Er muss. Wir sehen uns dann oben. Trugladerin gefunden. Einfach reinhalten. Sieht sicher aus. Verschwinden wir von hier. Shepard, schaffen Sie Ihren Arsch hier rauf. Ich kann nicht ewig rumfliegen. Die Frau ist auf dem Weg rauf zum Landeplatz. Wenn Sie das schaffen, ernenne ich Sie zum Ehrenkroganer. Spezies 408, Baron, könnte eine neue Form der biologischen Kriegsführung ermöglichen. Größer und intelligenter könnten Sie Zivilpopulation drangsalieren bei minimalem Kostenaufwand. Genehmigung des Projekts wird empfohlen. Salarianer. Das ist halt... Es sind einfach furchtbare Kriegsverbrecher. Ich bin ja eher dafür, die Salarianer-Plage einzudämmen, als die Kroganer. Wir sind fast wieder in der Landezone. Ah, ja, hier der gesperrte Bereich. Waffe ist halt echt gut. No, Shepard. Vermutlich sicher. Brauche jetzt letzte Freigabe, Shepard. Shepard, Sie müssen die Freilassung autorisieren.
Tank wird dann zur Landezone gebracht. Wir bringen sie weg von hier. Shepard, Achtung, Feind im Anmarsch. Shepard, ich kann erst landen, wenn Sie mit dem Ding fertig sind. Sonst ist es zu gefährlich. Kroganerin gestellt. Tür ist beschädigt. Kann nicht raus. Abstand halten. Ich kläre das. Kroganerin beschützen, Shepard. Sie ist ungeschützt. Okay. Erstmal Disruptor-Munition. Ganz schön heftige Feuerkraft. Vielleicht können wir ihn knacken. Sehr beeindruckend, aber ich ziehe meinen Körper vor. Was ist denn, Shepard? Werden Sie alt? Erledigen Sie das Ding! Der Kampf gegen Saren war viel härter als das hier. Rex wird im Alter auch nicht unglücklicher, was? Der Dreckskerl ist fertig! Es sind noch weitere Feinde übrig. Vorsicht ist angeraten. Geschafft. Von hier oben sieht alles sicher aus. Ich komme runter. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Beeilen wir uns. Bringen wir sie weg von hier. Da sind sie. Da sind sie. Los! Ich kann auf mich selbst aufpassen, Rex. Frauen. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen, unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende.
Sie haben die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelevin braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Morden. Schaffen Sie das denn? Natürlich. Ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen. Schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert. Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern? Neurotransmitter einstellen? Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Torianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Tagebuch, Priorität Tuchanka. Tuchanka, turianischer Zug. Attika-Traverse, kroganisches Team. Der Tiegel. Und ein bisschen Knete von der Allianz. Gut. Warte mal, wir haben ja ein paar Levelpunkte bekommen. Und Panzerbrechermunition. Der Kopfschussschaden. Oh, keine Punkte mehr. Schade. Gut. Den Rest machen wir aber beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.